Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer Runde Rival Stars Horse Racing. Mitten in ein Rennen hinein. Juhu! Ja, wir haben sonst nichts zu tun. Hinein! Kartoffeln und ich müssen trainieren. Nee, wir müssen auf der anderen sein. Planet's Potato, off to a magnificent start. Bookies are nervous. Also running well is Ocean Detail. Fashion Forgery keeps the lead. Cat Cassock in second place, trying to keep up. Ship System from Secretary Sunlight. Planet's Potato in first position. Hope Street gathering momentum. Secretary Sunlight in third spot. Mystery's Matrix with a tremendous inside run. Still going, it's Planet's Potato. Cat Cassock wants the front. Heads up and down with Hope Street just behind its Ship System. Planet's Potato, the leader, struggling with Hope Street. Planet's Potato keeping the front. On the inside, Mystery Matrix, Alpine Biscuits. Next, just ahead of Secretary Sunlight. They straighten it up for home, and it's Planet's Potato. Secretary Sunlight is coming home from the clouds. Sehr schön. Kartoffelchen ist wieder gut. Ich muss mein Kartoffelchen leider leveln. Es tut mir sehr leid. Kartoffelchen muss einfach weiterkommen. Und wir brauchen ja immer auch noch mal was, um diese... Wir müssen die Teilnahmegebühren bezahlen. Das, so, Parsons waren wir letzten, ne? Ob wir schon Yara Park machen können? Können wir. Beste Quote. Gut, bringt jetzt aber irgendwie auch nicht so ganz viel Geld, ne? The starter gets us underway here at Yarra Park, and the favorite gets a magnificent start. Daffodil Disco is right there. The race continues with Planet's Irgendwann geht es dann auch darum, Strecke zu machen. In third position, Diamond Triumph next, Queen of Gust in fifth, Splashed Attempt in first place. Queen of Gust is coming with a huge run. Just has a margin over Planet's Potato. On their back is Dr. Allergy, going hammer and tongs with Diamond Triumph. Splashed Spades with a magnificent run. Splashed Attempts still Wir müssen in third dran place. Bleiben. Queen of Gust in second. Then Daffodil Disco, closely followed by Planet's Potato. Next it's Splashed Spades. Daffodil Disco gaining momentum and flying through. A length away, it's Dancing Rider. Splashed Attempts dictating the pace. Queen of Gust in second position, followed by Dr. Allergy. Daffodil Disco progressing. Splashed Spades covering extra territory. A length behind, it's Dancing Rider. Wir müssen einfach nur dranbleiben. Splashed Attempts. Alter, wir machen so ein Rennen mit und am Ende gewinnen wir nix. Splash Attempt is running for fun. Daffodil Disco wants the front, followed by Planet's Potato. One length away, it's Dr. Allergy. Dancing Rider scraping the paint off the rails, putting up a challenge to Splash Spades. At the 500 marker, it's Splash Attempt. Planet's Potato in second place. Next, it's Daffodil Disco. One length behind, it's Dr. Allergy. Splash Attempt at the head of affairs. Planet's Potato on the rails. And then it's Daffodil Disco. They set sail yeah, for home. Off, Splash Attempt. Planet's Potato traveling on the fence. From Daffodil Disco trying to keep off Dr. Allergy. Planet's Potato controlling the race. Splash Attempt in second. So, was denn nicht? Naja. Naja, dafür, dass ich jetzt wieder zusehen muss, weil er wieder ein Level höher ist. Schwierig. Schwierig, schwierig. Wie viel muss ich denn noch? Wie viel muss ich denn noch gewinnen? Oh, 15.000, da wird sie mich veralbern.
Nämlich den Verkackeiern. Okay. Hm. Ich will nur mal gucken, ob... Okay, das ist schon mal gut. Wenn wir schon mal nach Luzern mit ihm können, ist das schon mal sehr gut. Weil das gibt Geld. Es ist nicht ganz so laut. Wir sind arm und brauchen das Geld. Das muss man ja auch mal so sehen, ne? Wir sind arm und brauchen das Geld, um unsere Kartoffel auszubilden. 20.000 sind ja schon mal nicht schlecht. Na, Kartoffelchen, wo sind wir jetzt? Level 13. Ich komme da nicht hinterher, dieses Pferd auszubilden. Na, wirklich nicht. Geschisse. Komm, Kartoffelchen. Gut, okay. Okay, okay. Aber das, es wird. Kann ich mit meiner Kartoffel, ja, wie schön. Kartoffel muss halt noch besser werden. Und Kartoffel muss mehr Geld einbringen. Also wird hier jetzt bis zum Get-No geritten. Dann können wir mit Kartoffel irgendwann auch mal nachkommen. Mini-Kartoffel zeugen. Und das ist es ja halt. Damit die Pferde das auch an Werten erreichen, was sie erreichen sollen, muss man mit denen immer und immer wieder trainieren, wenn man die verkaufen soll zum Beispiel. Dann steht da dann, du musst ein Pferd mit Werten von mindestens Agilität Level 40 oder... Ja, bis du dahin bist, sind die aber mindestens Level, keine Ahnung, 5, 6, 17. Und du gewöhnst dich halt dran, ne? Auch Kartoffelchen jetzt. Ich mag Kartoffelchen mittlerweile. Kartoffelchen hat den süßesten Pferdehintern der Welt und den... Ich kann doch Kartoffelchen nicht einfach irgendwann hergeben. Kartoffelchen wird aber trotzdem irgendwann, obwohl er Level 4 ist... ausgetauscht werden müssen. Und das finde ich eigentlich, das finde ich echt gemein an diesem Spiel. Okay, erstmal wieder verbessert hier und dann... Na, wo sind wir jetzt? 14 meinen schon. Kartoffelchen macht sich. Und wenn Kartoffelchen erstmal schnell genug ist. Ne, wenn wir Kartoffelchen erstmal so schnell haben, dass es das nicht nur das schönste, sondern auch das schnellste Pferd der Welt ist, können wir auch mit den Rennen weitermachen. Möchte ich einmal gucken. Mein Foli macht. Auch Successful Bluebird. Schöne Werte, aber viel zu schwach mit Level 1. Achso, ich habe nicht genug Geld. Hm. Schade, das hätte ich ja jetzt gerne noch gemacht, aber naja. Wie immer scheitert es
an der Kohle. Wundert das irgendjemanden? Okay. So. Kartoffelchen und ich, wir können das tatsächlich schaffen. Ich muss das gefühlt nur noch 5-mal reiten hier, dann funktioniert das schon. Und ihr müsst da alle mit durch. Ihr müsst alle mit mir zusammen auf Kartoffelchens Arsch gucken und das durchreiten. Das hilft nichts. Das ist, ja. Wir reiten jetzt voll entspannt hier durchs Wasser. In der Hoffnung, dass wir für diese Strecke mal genug Energie zusammenkriegen. Das hat tatsächlich mal funktioniert. Dafür reicht es hier dann wieder nicht. Hauptsache, wir kommen da drüber und kommen in der passenden Zeit da an. Na, wo sind wir jetzt? 15. Ich liebe dieses Pferd. Tue ich wirklich. Es ist das beste Pferd der ganzen weiten Welt. Okay, wir brauchen ganz viel Geld. Wir brauchen ganz viel Kohle. So, ich möchte jetzt aber gerne mal wieder an solchen Rennen teilnehmen. 11.200, das klingt gut. ...2.600 kann ich mir gerade noch leisten. Sehr schön. Ich sag euch, irgendwas stimmt mit Potato nicht. Mein Kartoffelchen hat Schnuppen. So. Oh, Schimmel! Das ist einer wie meiner. Wie mein Schimmli. Ich möchte dich haben. Ich möchte dich für mein Schimmli haben. Dann würde ich bestimmt Schimmelfohlen kriegen. Aber es ist schlecht. Es ist wirklich schlecht. Vielleicht auch nicht so die beste Idee. Es ist ja weit weg. Na? Level 16. Wie weit kriegen wir das? Wir kriegen sie ja nur bis Level 16, ne? Ich glaube, wir kriegen sie auch tatsächlich nur bis Level 16. Da rennt so Geld weg, ne? Ohne Scheiß. Ist ja jetzt auch schon wieder nicht so viel Kohle, aber egal. Besser als nix. Race on here at Yarra Park. Planet's Potato jumps away brilliantly.
Aladdin's Potato leading the charge. Pork Revenge making ground. Physical Patriot in third, dueling with Diamond Death. Na, aber da links, da hat er so schwarze Flecken auf dem Po. Guck ja auch gerade auch besser. Man guckt doch auch vor allem nur so, als wenn man dann besser gucken kann. Tatsächlich kann ich dann besser gucken, weil ich kann an meinem Mikro vorbeigucken. Ist euch eigentlich aufgefallen, wie lange wir, wie schön es ist, unsere kleine Kartoffel hier zu trainieren? Es macht einfach Spaß. Ich bin doch sehr stolz auf meine kleine Kartoffel. Ich wirklich. Planet Potato at the front. Arrow Ambition in second spot. On their back is Pork Revenge, putting in a strong bid with Steam Empire. Und er wird viele wunderbare, niedliche kleine Nachfolger kriegen. Arrow Ambition wants the front. Just behind it's Diamond Death, closely followed by Steam Empire. At the top of the straight, it's Planet Potato. Physical Patriots. Hat irgendwer daran gezweifelt, dass Kartoffel und ich das schaffen? Ich hoffe nicht. Ich habe jede Menge Pläne für die Verbesserung unserer Trainingsanlage, aber dafür, für deren Verwirklichung brauchen wir Gold. Ja. Ich weiß, dass dieses Training teuer ist, aber genau deshalb gewinnst du diese Rennen. Moldy Dream wurde für die großen Rennen gezüchtet. Ich gewinne das aber eher mit Kartoffel. So, was sagst du jetzt? Oh Gott. Verkaufe ein ausgewachsenes Pferd mit Beschleunigungsstatistik 62. So, jetzt gucken wir mal. Beschleunigung. Ist ein Witz. So. Weide. Okay, es wird Diplomat Stream treffen. Es ist wunderschön, aber ich muss es leider verkaufen. Tut mir leid. Hallo, ich habe es gerade verkauft. Ich habe es verkauft. Sag mir bitte. Warum? Ich habe das gerade verkauft. Warum zeigst du mir das nicht an? Das hatte Beschleunigung 20. Das hatte sogar Beschleunigung 70. Pferd komplett umsonst verkauft. Willst du mir das gerade erzählen? Ich kriege ein bisschen Schnappatmung. Das kann man noch nicht. Das kann die Spiel nicht mit mir machen. Das ist mehr als nur eine Enttäuschung. Ich bin gerade schockiert. Ernsthaft schockiert. Und du kannst noch so niedlich sein. Das ist einfach nicht das Gleiche. Den hatte ich ja jetzt gerade. Despair Dragon hat mega. Okay, ich gehe einmal auf die Werte. So, und einmal will ich dich. Und auch hier sind die unteren leider wieder besser.
Aber egal. Ich will Moli. Haben wir überhaupt noch zwei Boxen frei? Ja, ich habe nur eine frei. Yay. War da nicht noch irgendwie eins, dass ich... Hier, Secret. Nein, Secret meine ich gar nicht. Blossoms Dream. Blossom? Blossom? So, wie war das? Ich mache das jetzt nochmal, ne? Mit einer Beschleunigungsstatistik von 62. Beschleunigung 63 plus 1. Ich gehe jetzt auf Verkaufen, ne? Es wird mir ein wenig das Herz brechen. Danke. Wenigstens das hat jetzt funktioniert. Wir sehen uns in der nächsten Runde. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.